Kennst du das Gefühl, immer noch nicht genug Theorie zu wissen? Vielleicht ist genau das dein Problem. Hi, Michael hier von Endlich Jura. In diesem Video geht es um eine Falle, in die viele von uns beim Lernen fürs Examen tappen. Die Vollständigkeitsfalle. Heute zeige ich dir einen neuen Weg, wie du einfacher und schneller lernen kannst. Der Trick heißt Upside-Down-Examensvorbereitung. Dafür musst du dich aber vom traditionellen Ansatz erst Theorie, dann Fälle lösen. Kennst du das? Du willst zuerst alles lernen, bevor du an die Fallbearbeitung gehst? Das ist die Vollständigkeitsfalle. Viele hängen so sehr an der Theorie, dass sie kaum zur Praxis kommen. So entsteht ein Teufelskreis. Man lernt viel, weiß aber nicht, ob das Wissen einem wirklich fürs Examen hilft. Das wiederum bringt dich weg von deinem Ziel, fit fürs Examen zu sein. Willst du mehr Videos wie dieses zur Examensvorbereitung sehen? Dann lass einen Like da und abonnier den Kanal. Hier kommt jetzt ein neuer Ansatz, die Upside-Down-Examensvorbereitung. Du machst erst Fälle, dann lernst du die Theorie, die du dafür brauchst. Ungewöhnlich? Ja, aber es funktioniert. Ich zeige dir, wie das in fünf simplen Schritten geht. Schritt 1, Analyse des Sachverhalts. Nimm einen Fall und schau dir den Sachverhalt genau an. Ein Tool wie die Mindning-Methode hilft dir dabei. So gehst du Schritt für Schritt durch den Fall. Mehr zur Mindning-Methode kann ich dir hier oben in einem Video einblenden. Wichtig ist, dass du dir Notizen machst. Auch zu den Dingen, die dir so gar nicht bekannt vorkommen. Schritt 2: Rechtsprobleme in Ja-Nein-Fragen umwandeln. Wenn du den Fall verstanden hast, mach aus den Rechtsproblemen Ja-Nein-Fragen. Zum Beispiel hat W das Testament eigenhändig unterschrieben. Vergleiche 2247 Absatz 1 BGB. Schritt 3: Ein grobes Prüfprogramm entwickeln. Hier geht es nicht um eine ganze Lösungskizze. Ein simples Prüfprogramm genügt. Welche Anspruchsgrundlagen muss ich prüfen? Welche Rechte des Klägers oder Tatbestände aus dem STGB sind verletzt? So strukturierst du den Fall, ohne dich in Details zu verlieren. Schritt 4: Lücken schließen. Beim Durchgehen der Lösung stößt du auf Lücken. Punkte, die du noch nicht ganz verstehst. Genau da setzt du an. Such gezielt nach Wissen, das dir fehlt und halt es gegebenenfalls auf einer Karteikarte fest. Schritt 5. Vertiefung mit Literatur und Rechtsprechung. Im letzten Schritt geht es darum, das Warum zu verstehen. Warum ist das ein Problem? Lies dazu weiter in Literatur oder Urteilen, aber nur bei den wichtigsten Fragen. Oft helfen dir Fußnoten oder Hinweise am Ende von Lösungsvorschlägen. Jetzt kennst du die Methode und fragst dich vielleicht, wo finde ich echte Examensklausuren? Wo kann ich die ersten Schritte ausprobieren und Feedback bekommen? Genau dafür gibt es All Access. Mit unserer Lernplattform All Access bekommst du Live-Fallbesprechungen und über 50 original mit Lösung. Und das Beste, du kannst All Access 14 Tage kostenlos testen und selbst schauen, ob es dir weiterhilft. Probier es aus und leg direkt los. Bevor du gehst, noch ein Tipp. Nimm nicht nur das Video aus diesem Wissen mit. Überlege dir, was du in den nächsten 24 Stunden tun kannst, um mit diesem Ansatz zu starten. Zum Beispiel find eine Quelle für Examensklausuren, die du nutzen kannst. Und schreib mir unten in die Kommentare, wenn du den Ansatz ausprobieren möchtest. Wenn du gerne wissen möchtest, wie sich ChatGPT die perfekte Examensvorbereitung vorstellt, dann schau dir als nächstes dieses Video an. Ich hoffe, ich deute wie immer in die richtige Richtung. Wir sehen uns nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.